Da ich so oft von euch nach den Grundzeichen der Kommunikation mit meiner Taubenhündin Yuka gefragt werde, zeige ich sie euch heute wieder mal. Zuerst zeige ich ihr hier ein Korn, ein Sitz, ein Pfote und ein Platz. Hier sieht man auch, dass ich manche Zeichen einfach wiederholen muss, wenn Yuka mal zu aufgeregt ist. Danach folgt ein Bleib und Yuka wird ein bisschen abgelenkt. In so einer Situation zeige ich ihr das Zeichen einfach noch einmal oder stupse sie an für Aufmerksamkeit, wenn sie nahe genug ist, wie bei diesem Sitz. Zum Schluss kommt dann noch ein Auflösungszeichen und ein Good Girl Zeichen.